Welches Sexspielzeug mögen Frauen ganz besonders? Herzlich willkommen, mein Name ist Don John Verführt, dein Flirttrainer und Datingcoach. Und auf diesem Kanal hier lernst du, wie du fernab vom Online-Dating und fernab vom sozialen Kreis, wann immer du willst, neue Frauen ansprechen, daten und verführen kannst. Abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke unten rechts, dann verpasst du auch kein neues Video. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, gibst du dem Video wie immer einen Daumen nach oben und hinterlässt einen Algorithmus-Kommentar. Es stellt sich nicht die Frage, ob man Sexspielzeuge verwenden sollte beim Sex oder nicht. Es ist teilweise schon sehr aufgebauscht und es gibt viel Blödsinn, der einfach, den man, wenn man zusammen mit einer Frau ist und mit der Sex hat, gar nicht benötigt und es ist einfach nur ein Marketing-Gag, um Geld zu machen. Aber ich habe ja auch schon viele Sachen ausprobiert und eine Sache, die da hervorgestochen ist, ist dieser Massagestab. Ich hoffe, man sieht ihn gut im Fokus. Und das liegt konkret daran. Es gibt Frauen, die kommen sehr einfach durch Penetration. Es gibt viele Frauen, die kommen vermehrt durch klitorale Stimulation. Und man kann aber grundsätzlich sagen, dass viele Frauen, besonders beim ersten Mal Sex, etwas gehemmter sind oder sich nicht so fallen lassen können. Und wenn du jetzt erfahrener bist und weißt, was du tust, kannst du denen trotzdem ein gutes Erlebnis schaffen. Wenn du aber da zusätzlich das noch pushen willst, dann nutzt du diesen Massagestab. Was machst du damit konkret? Das kannst du machen als Vorspiel, kannst du das nutzen, bevor du mit der Frau Sex hast. Ich mache es oft so, dass während ich mit ihr Sex habe, ich das einsetze. Mache ich jetzt nicht bei jeder Frau, mache ich jetzt auch nicht immer, aber du wirst sehen, dass sehr viele Frauen das mögen. Nur eine kleine Ausnahme gibt es, wenn eine Frau sehr überempfindlich ist, übersensibel, wenn du eine sehr überstimulierte, wie soll man sagen, sehr empfindliche Klitoris hat, dann ist das nichts für sie, in der Regel schon. Aber selbst, du wirst es auch merken, es gibt Frauen, die sind etwas empfindlicher, andere etwas weniger. Auch hier kannst du mit dem Druck arbeiten. Und wenn du mit der Frau Sex hast, dann kannst du das quasi an ihre Klitoris dranhalten. Am besten, wenn sie liegt, mach es nicht so obendrauf, sondern schau, dass du es von unten hin bekommst. Wenn du es mit dem Winkel schaffst, weil du hast ja auch gleichzeitig noch Sex mit ihr, manchmal geht es nur so, aber die beste Wirkung ist, wenn du den Punkt, wenn du es nicht seitlich triffst, sondern wenn du es quasi auflegst, dann ist die Wirkung am besten. Hier, manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, wenn du sie von hinten vögelst etc. oder du willst es auch nicht immer halten. Wenn du auch unsicher bist, wenn du merkst, die geht da nicht so drauf ab oder du findest einfach den richtigen Punkt nicht, kannst du ihr einfach ihre Hand nehmen und sagen, entweder du sagst es beim Sex, wo du, dass sie das dahin führen soll, wo es ihr am besten gefällt, oder du sagst, hier, nimm es oder nimm es einfach ihre Hand und sie soll sich dabei stimulieren, während du sie penetrierst. Und du wirst feststellen, also es gibt Frauen, da geht das dann sehr schnell, dass sie kommen. Das Teil hat auch verschiedene Stufen, manche einmal so eine durchgehende Vibration, dann eine leichte, eine stärkere, dann mit verschiedenen Pausen kannst du mal ausprobieren. Ich nehme meistens immer die erste oder zweite Vibrationsstufe und das reicht sehr vielen Frauen. Ne? Aber du kannst auch das kann dazu führen, dass die Frau zu schnell kommt und der Orgasmus deswegen auch nicht so krass wird, weil sie das nicht so sehr aufstauen wird. Aber auch hier, ich meine, es ist erstmal eine gute Sache, damit die Frau sich bei dir fallen lassen kann. Vor allem, wenn eine Frau eben etwas verspannter ist oder verklemmter und sie kommt mit dir zusammen, während du sie penetrierst oder auch im Vorfeld schon ein, zwei Mal damit und du triffst sie regelmäßig, wird es ihr leichter fallen, dann auch Sex mit ihr zu haben. Also das, auch die Feedback von den Frauen, die Frauen sagen alle, es ist eine sehr gute Sache. Es gibt natürlich auch, was noch besser ist, Satisfier. Das kannst du quasi auch nutzen, aber das ist eher etwas, was Frauen nutzen, wenn sie alleine sind, wenn sie sich selber machen. Du kannst es dann auflegen und dann hat es so einen Saugnapf. Das ist so das, was sehr viele Frauen nutzen, noch besser finden als Vibratoren oder Dildos oder sonst irgendwas. Aber das kannst du sehr gut einbauen in dein Liebesleben, Sex im Spiel. Indem du kannst auch erstmal anfangen, sie hier, wenn du sie massierst, zum Beispiel im Vorfeld, dass du sie normal massierst, dann am Nacken, dann führst du das langsam den Rücken runter, Beine und dann langsam Richtung ihrer Pussy und Klitoris. Kann man, wie gesagt, auch gut als Vorspiel nutzen. Aber ansonsten, wenn du zum Beispiel sie vögelst und merkst, ah, die geht ab, aber irgendwie die ist gehemmt,
die kommt einfach nicht, ja. Was ja durchaus sein kann, also du solltest sowieso öfter, wenn, also es geht ja nicht darum, Sex ist ja nicht nur, dass du jetzt unbedingt eine Frau zum Kommen bringen musst, der Sex kann auch so gut sein, aber wenn du das machen möchtest, du hast jetzt mit der Sex und merkst, es ist gut, aber es ist schwierig, dann kannst du entweder mit der Hand sie parallel stimulieren, während du sie vögelst, entweder von hinten oder von vorne, oder du nimmst das, das ist einfach, das wird ein Game Changer sein. Ich kriege dafür auch keine Werbung von ice.de, von da kannst du es dir selber holen, also ich habe keinen Affiliate-Link oder sonst was. Ich gebe dir das einfach so mit, weil das einfach eine gute Sache ist und das kannst du nutzen. Es gibt natürlich auch viele andere Sexspielzeuge, vieles ist Blödsinn, einige Sachen sind sehr gut, man kann ja auch ohne, also man kann ja auch mit verschiedenen Outfits arbeiten etc. Aber wenn du wirklich möchtest, dass die Frau schneller kommt, hol dir das, probier auch aus, was passt, welcher Winkel, oder lass die Frau das mal machen und wirst sehen, das wird dadurch noch besser funktionieren. Unabhängig davon biete ich ja auch Sex-Coachings an. Du kannst dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch zum Sex-Coaching eintragen. Link findest du unten in der Videolink-Beschreibung oder oben rechts bei dem Video. Da klickst du einfach auf das aus, füllst die paar Sachen aus, ich schaue mir das an und dann ja, melde ich mich innerhalb der nächsten paar Tage bei dir. Wir schauen, was ist denn konkret ein Problem. Nicht jedermann ist gleich, nicht jedermann hat die gleichen Probleme. Wir schauen, kann ich dir helfen? Macht das Ganze Sinn? Und wenn ja, kriegst du auch hier einen Schritt-für-Schritt-Plan an den, auf den Weg, den du selbst umsetzen kannst und schaust, wie sich damit verändert. Oder du entscheidest dich gleich, ein Sextraining zu absolvieren. Ja, wenn du das machen möchtest, dann können wir darüber auch gerne reden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.